Wolf, wenn man auf das Derby beim VfB zurückblickt, gibt es da überhaupt irgendwas zu kritisieren? Ja, es war eine tolle Mannschaftsleistung, eine geschlossene Mannschaftsleistung. Es war wirklich top. Es war, seit dass ich jetzt hier Trainer bin beim VfR Aalen, seit März dieses Jahres das beste Spiel unter meiner Regie. Die Mannschaft hat richtig Fußball gelebt, war aggressiv, hohes Pressing, enorme Lauf- und Einsatzbereitschaft, kompakt, und das war richtig klasse. Das einzigste Manko ist, wenn ich jetzt die Statistik sehe, wir hatten 12 Torchancen, nur 2 Tore gemacht, da hätte man vielleicht das dritte oder vierte als Trainer gewünscht, dann hätte man mehr Ruhe. Aber wie gesagt, wenn du dann zum Schluss als Sieger vom Platz gehst, dann kannst du auch darüber wegschauen. Sind Sie zuversichtlich, dass Ihre Mannschaft am Samstag gegen den FSV Frankfurt an dieser Leistung anknüpfen kann? Ja, da bin ich schon zuversichtlich. Die Mannschaft ist absolut topfit. Es war auch wieder eine gute Stimmung jetzt in der englischen Woche, gerade wenn man zweimal gewinnt. Ja, da sind die Beine frischer, als wenn man vielleicht die Ergebnisse nicht so geliefert hat. Und die Mannschaft hat im Spielersatztraining gut gearbeitet. Die gespielt haben sich gut regeneriert. Und gestern haben wir 60 Minuten kurz und knackig trainiert und heute ist nochmal das Abschlusstraining. Aber so wie die Mannschaft im Moment lebt, was ich eben schon angesprochen habe, wie auch im Spiel in Stuttgart, ja, da bin ich guter Dinge. Leon Volz hat verletzungsbedingt in Stuttgart gefehlt. Kehrt er zurück und fällt ein anderer eventuell aus? Ja, Sascha Korb fällt definitiv aus mit einem kleinen Faserriss im Leisten-Adduktoren-Bereich und befindet sich jetzt schon in Reha. Wird uns da sicherlich 2 bis 3 Wochen nicht zur Verfügung stehen, bis er wieder im Wettkampf zurückkommt. Von daher ist Leon Volz eine Option, ja, Andi Knipfner ist eine Option oder auch wieder die Wahl, wie in Stuttgart die letzten 20 Minuten, als Sascha Korb raus musste, Jonas Akkaleeren zurückzuziehen und Joe Seitz davor spielen zu lassen. Das ist eine unheimliche Geschwindigkeit über die Seite. Aber schauen wir mal, ja, wir haben jetzt noch eine dementsprechende Gegnervorstellung und dann eben noch ein Abschlusstraining. Da will ich auch von jedem Einzelnen nochmal wissen, ja, wer ist 100% belastbar, um da morgen eben wieder die Körner zu haben, was wir in Stuttgart gezeigt haben. Jetzt gab es in Stuttgart abseits des Platzes diese Szene mit den Fans. Ärgert es Sie im Nachhinein, dass Sie sich haben provozieren lassen? Was heißt, das ärgert mich im Nachhinein? Ja, da denke ich eigentlich nicht mehr dran. Ich habe es eben schon gesagt, in der PK, ja, eins möchte ich mal klarstellen, das ist gar nicht meine Art, überhaupt jemanden den Mittelfinger zu zeigen. Das habe ich in meiner Gestik überhaupt nicht getan. Ich habe lediglich beim Tor von Marc Müller, dessen Tor des Monats für mich war, ja, 4-mal die Siegerfaust geballt oder die Stefan Kunz Gedächtnissäge gemacht in Richtung Fans. Und beim Abpfiff habe ich mich über den Sieg, über den leidenschaftlichen Sieg mit meinen Jungs gefreut und da dementsprechend auch emotional reagiert. Ja, das Einzige, wo ich schon vorhin gesagt habe, wo ich mich für entschuldige, ist, wenn jemand in der Fanszene da eben Spanisch versteht. Ja, und da habe ich dann ein oder andere Mal auf Spanisch vielleicht beschimpft. Ja, und ich muss daraus lernen, dass ich eben mich während dem Spiel vielleicht nicht mehr umdrehe. Aber vielleicht sollten sich auch mal der gastgebende Verein darüber Gedanken machen, ob es sinnvoll ist, gerade so Fanszene wie in Stuttgart gibt, ja, direkt hinter die Trainerbank zu platzieren und die noch von einem Gästetrainer. Ja, aber das ist keine Entschuldigung für mich, ja, sondern ich muss da eben draus lernen, dass ich mich da vielleicht besser unter Kontrolle habe. Ja. Aber wie gesagt, das kann man hier jetzt, wenn man so ruhig da steht, in schöner Ostalp Arena locker flockig erzählen. Morgen ist die Situation vielleicht wieder eine ganz andere beim Spiel. Ja, aber ja, jeder kennt mich, der mich gut kennt, dass ich auf dem Platz, früher als Spieler und heute als Trainer, ein ganz anderer Mensch bin, als ich privat bin. Ja, ich bin ein Einzelkind, aber meine Eltern haben immer schon gesagt, früher, sie haben 2 Söhne, einen auf dem Sportplatz, einen privat. Und jeder, der gegen mich gespielt hat und an mir vorbeigekommen ist, der war selbst schuld. Dankeschön. Danke.